Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jahrhundertelang war die Ananas eine absolute Rarität. Nur für Herrscher erschwinglich und an Königshöfen eine beliebte Dekoration bei rauschenden Festen. Erst 1901 ist es an einem gewissen James Dole gelungen, die begehrte Frucht in Dosen abgefüllt, über grössere Entfernungen zu transportieren und auch den gewöhnlichen Sterblichen zugänglich und erschwinglich zu machen. Die Königin der Früchte wird die Ananas wegen ihrem Geschmack, ihrem Duft und ihrem Aussehen noch immer heisst, gehört heute für uns zum Alltag. Süß und mild im Geschmack mit wenig Säure versorgt uns die Ananas von Dole mit wichtigen Vitaminen, Mineralen und Nährstoffen. Die goldgelbe Dole Ananas Premium Select ist rund ums Jahr verfügbar. Sie wird in Costa Rica und Honduras reif geerntet und kommt immer frisch in Top-Qualität mit eigenem Kühlschiff von Dole nach Europa und mit der Bahn in die Schweiz zu Coop. Bei uns im Bistro begrüße ich jetzt den Armin Amrain, den Küchenchef vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock. Salut Susanne, grüezi miteinander. Dole sagt, dass ihre Ananas reif geerntet und transportiert werden, also auch im Laden ausgereift und schön süß sollten sein. Armin, wie kann man das als Konsument selber überprüfen? Ein sicheres Zeichen ist der intensive Duft, den man am besten am Stehlansatz feststellen kann. Im Zweifelsfall kann man auch mal den Daumen zu Hilfe nehmen. Das reife Fruchtfleisch gibt nämlich im Fingerdruck nach. Die Ananas wird vor allem frisch konsumiert. Sie ist aber vielseitiger, als man denkt und lässt sich gut verarbeiten. Richtig. Auch als Kompott oder Konfitüre ist sie köstlich. Sie passt hervorragend zum Selleriesalat. Als Kuchen, Torte und sogar in einer Bowle kann sie ihre Qualitäten voll ausspielen. Die Ananas hat ja eine leicht stachelige, harte Rinde und ist darum nicht ganz leicht zum Aufschneiden. Für das gibt es einen einfachen Trick. Zuerst die Ananas mit dem Strunk der Länge nach halbieren. Dann die Hälfte dritteln. Jetzt das Fleisch von der Schale lösen und den weißen Strunk einschneiden. In mundgerechte Stückchen schneiden und so würde ich servieren. Danke, Armin. Danke, Susanne. An die Vielseitigkeit der Ananas hat das Team von Betty Bossi gedacht und ein entsprechendes Rezept für das Teleskop entwickelt. Es gibt ein vegetarisches Menü für heute. Genau geht es bei Ganti Ananas-Krapfen. Saftig, hä? Das erinnert mich irgendwie an so Sweet and Sour Soße mit Ananas und Tomaten. Und jetzt will ich eins aufschneiden für dich, hä? Jawohl. Damit du es probieren kannst, wenn es geht. Das ganze Rezept zum Nachkochen sehen Sie morgen über den Mittag um 12:30 auf dem Sender und wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Fast noch bekannter als die Ananas sind bei uns Bananen von Dole. Die meist exportierte Tropenfrucht der Welt ist auch bei Coop Nummer 1. Wie die Ananas hat sie wertvolle Eigenschaften und ist mit der perfekten Verpackung, die sie von der Natur bekommen hat, unter anderem der ideale Snack. Beide Renner von Dole, die Ananas und die Bananen, offerieren wir Ihnen jetzt zum Aktionspreis. Eine Gelegenheit, die Sie sich nicht entgehen sollten. Das war es für heute. In einer Woche geht es bei uns weniger exotisch zu und her. Wir machen nämlich einen Abstecher ins Appenzell und schauen, wie die neuen Bratwürste von Bell mit frischer Milch hergestellt werden. Es würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder einschalten. Auf Wiedersehen!